Hallo liebe Pflanzenfreunde und ein ganz herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Pascal und willkommen zu meinem Botaniker-Video. Ich freue mich schon seit Wochen, seit Monaten auf diesen Tag. Morgen ist es endlich soweit. Die Botaniker, die erste Botaniker 2023 geht los und das Auto ist gerappelt voll. Und das Video, was könnt ihr erwarten von dem Video? Also ich denke, ich werde ein paar Interviews führen mit den Inhabern von diversen Shops. Ich werde euch ein bisschen Backstage zeigen, wie das so ist, was man da aufbaut und. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr amüsantes Video und das wird ein sehr, sehr toller Tag werden. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel, viel Spaß. Was hast du für eine Pflanze vor dir, Pascal? Ich habe die auf jeden Fall Monstera Red Flame. Gleich ist sie mit. Red Flame Variegata. Ich fühle mich wie auf Klassenfahrt. Wo man so einen Scheiß macht, fehlt mir noch das Becks, wie nennt sich das? Becks Eis. Dafür habe ich doch das Feltins Hot Plus. Ach, Feltins Hot Plus? Es ist wirklich wie auf Klassenfahrt. Guten Morgen. Es ist um 5. Und was läuft? Aquagenera Live Sale. Beautiful Plant, $60, $60. Auf zur Botanik! Auf zur Botanik! Auf zur Botanik! So habt ihr alle einen Tinnitus? Das können sonst nur Delfine hören. Test, das ist ein Audiotest. 1, 2, 3. Test. Wir gehen gleich rein. Wir machen jetzt die Decke schön. Vor allem ist es auch super witzig, dass sie einfach meinen Instagram-Namen verwendet haben. Du hast ein Geschenk bekommen. Ich habe Geschenk bekommen. Ja, so ein Beutel, den ich noch immer trage. Oh, wie cool. Ich dachte, das wäre deine. Nee, das hast du gar nicht. Weil da auch schwarz ist. Da ist auch, glaube ich, ein Packet dabei. Irgendwas. Ey, wie cool ist das denn bitte? Ich liebe Beutel. Ich bin halt die das ist das Couponheft. Es gibt Coupons. Für die Botaniker? Ja, ich liebe Coupons. Ich bin so eine Coupon-Queen bei Rossmann und Co. I love it. Es ist ein bisschen Platzproblem. Es ist ja wie zu Hause. Geil! Das Auto war so schön kalt, dass das teils nicht an der Alufolie klebt. Es klebt doch an der Alufolie. Ich bin hier bei Plant Print Service und das ist Marc. Hi. Er ist schon seit der ersten Stunde hier auf der Botanica und er bringt immer seine Rangstäbe mit. So, aus dem 3D-Drucker. Jetzt frage ich mal, was hast du jetzt eigentlich Neues für die Botaniker mitgebracht? Was haben wir für Neues? Wir haben auf jeden Fall unsere ganzen XXL-Geschichten halt diesmal mitgebracht. Das ist unser XXL-Dubia-Stab. Das ist heftig. Ich sag mal, das sind unsere normalen und wenn man sich den so anguckt, das sind schon Unterschiede. Ja, definitiv. Ja, also auch vom Gewicht halt, also von Sphinx and Plants haben wir mitbekommen, da sind jetzt 1 Kilo Moos drin halt. Ja. Und okay. Das ist schon natürlich eine Hausnummer für sich halt, ne, auch vom Gewicht her. Ja. Oder halt, wenn man sagt, pass auf, wir gehen auf die großen halt, 10 cm Durchmesser. Meinst du jetzt die, wo die Leuchte drin ist? Genau. Das ist halt einfach nur ein Dekorationsobjekt, was wir haben. Aber es hat ja theoretisch auch eine Funktion. Ja, genau. Und wenn du Scheiße. Pass auf, ich kann was noch mal ist an. Das? Und das sind ja nur unsere normalen Standard 10 cm mittlerweile. Standard, ne? Ja. Aha. Und das sind unsere 7 gewesen, wo wir gesagt haben, das ist schon eine Hausnummer halt. Ja. Und wenn du dir die jetzt anguckst. Das ist schon. Was soll man dazu sagen noch? Und ich weiß noch, auf der ersten Botanica, da kamt ihr dann hier mit den Kleinen. Genau. So, wo ich so dachte, ach, das ist ja schon ein großer Durchmesser, weißt du? Ja. Aber das ist ja auch, da kannst du, ich habe bei Instagram gesehen, ihr habt auch so einen Deckenspanner, ne? Genau. So, dass du quasi wirklich so eine riesige Melo zum Beispiel, dass du das, richtig krass. Also du kannst wirklich bis unter die Decke, kannst du das Ganze bei uns halt spannen oder bauen, drehen. Und dann kannst du mit dem Deckenspanner das Ganze versehen und dann fällt auch gar nichts mehr um. Sag mal, ihr habt ja wirklich extrem viele Farben, also wirklich extrem viele. Was ist denn so, also für mich persönlich, ich sehe schon so einige richtig, richtig schöne Farben, aber was ist eigentlich so der Renner? Oder kannst du gar nicht sagen, was so der Renner ist, weil alles irgendwie gleich beliebt ist? Also ich muss ehrlich sagen, momentan ist eigentlich halt diese Farbe halt... Die habe ich mir ausgeguckt. Genau die, weil Grün-Lila, das ist ein super geiler Kontrast. So. Also ich sag mal, man sieht das ja hier, dieses schöne Grün-Lila-mäßige halt, wie das hier rüberkommt. Und das ist halt eigentlich momentan unser Renner halt. Das glaube ich dir. Der kommt richtig, richtig gut rüber. Aber ich sag mal, was du auch schon sagst, da wir ja so viele verschiedene Farben haben. Für jeden ist immer irgendwas dabei, wo du sagst, ja, halt, das.
Ja, ja, ich höre dir zu. Das haben wir jetzt mittlerweile halt auch für unsere Botaniker diesmal gemacht. Schlüsselanhänger. Ganz cute. Verschiedene Farben, Ghost. Formen. Wohl eher eine Florida Bronze bei der Farbe. Was habt ihr denn also aber alles? Das soll ja außergewöhnlich sein. Genau. Das soll ja auffallen halt. Definitiv. Ne? Was habt ihr denn alles für Muster? Also ihr habt hier eine Florida Ghost. Das ist eine Frydeck. Ach, das ist eine Frydeck. Okay. Dann eine Varrock. Immer auch gut. Genau, oder ein Milano halt. Ja, so. Ach so. Ja, so. Ja. Kannst du dir aussuchen. Kannst du dir aussuchen, was es sein soll. Und ein Alocasia. Oder? Ja. Alocasia? Ja. Was für eine Alocasia soll das? Du meinst eine Adansonii? Ja, meine ich doch. Ist okay, ist noch früh. Ja. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Kaffee weg. Ja, ich auch nicht. Vielen Dank, dann bis nachher. Sehr gerne. Arrivederci. So, am Stand von Harmony Plants und sie hat hier ordentlich aufgetischt. Es ist wirklich extrem groß. Es sieht tatsächlich so aus wie letztes Mal, aber sie hat hier auch einige Schätze mitgebracht. Und zwar diese wunderschöne Florida Beauty. Mal gucken, was sollen die kosten? Oh, da ist noch gar kein Preis dran. Es geht nämlich noch nicht los. Vielleicht ist da irgendwo anders ein Preis dran. Oh, da steht's. 70 Euro. Schöne Florida Beauty. Oh, sehr, sehr schön. Dann ein paar Splendids. Eine Patricia E. Oh, schöne süße Thai Constellations. Oh, ich liebe Thai Constellations. 40 Euro, crazy. So, ich bin hier mit Hanna von Harmony Plants. Und hallo. Du hast ja wieder ordentlich aufgetischt, wie letztes Mal. Es ist so unglaublich. Aber wir haben jetzt leider nicht die Zeit, um alles hier zu zeigen. Ja, schade. Ja, dass das wohl war. Kannst du mal so deine Lieblingspflanze eigentlich mal zeigen? Also, was ist so deine... Meine Lieblingspflanze an sich dieses Jahr auf jeden Fall. Also ich habe natürlich meinen absoluten Favorite. Ne? Das ist immer noch die Philodendron Chlorisum am Anfang. Ne? Das geht nicht an mir vorbei. Das ist meine erste Pflanze gewesen und auf jeden Fall ist das eine meiner Lieblingspflanzen immer. Das wird auch so immer so bleiben, egal wie der Trend geht. Aber die Top-Pflanze dieses Jahr ist wirklich die Alocasia Dragon Scale Variegata. Die können ja da mal kurz müssen wir da mal hingehen. Denken, genau. Also das glaube ich auch. Hier, also das ist momentan der absolute Favorite auch von den Leuten. Ja. Und auch dieses Jahr wirklich panaschierte Alocasien an sich total im Trend. Das heißt die Yucatan Princess, ne? Gut, unsere Alocasia Bambino, die wir haben und die Makrohiza Splash und Alocasia Poly, ne? Also super tolle Panaschierung und ich liebe die einfach. Wow! Das ist die Bambino, richtig? Genau, das ist die Bambino. Ach, wie süß. Und das ist die, ach, die Poly. Genau, das sind die Polys. Wir haben die in Tüten gemacht, damit die Luftfeuchtigkeit ein bisschen mehr bleibt, weil Alocasien sind ja so ein bisschen stinkig manchmal an sich. Ja. Und deswegen haben wir die Tüten dieses Jahr mal drüber gemacht, um gerade die Qualität auch zu, ne? Ja. Behalten. Ja, und auch alleine der Transport, das ist ja schon extrem stressig. Richtig, also genau. Du denkst, dass die Leute darauf jetzt richtig abfahren? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da ist jetzt gerade so ein Andrang drauf. Und dieses Jahr, wir haben natürlich auch hier drüben, komplett auf der Front hier, unsere Florida Beauty Variegata. Habe ich schon gesehen. Komplett vermehrt auch. Und haben halt eine richtig tolle Größe an sich und einen mega super Preis. Aber das ist halt wirklich auch eine sehr, sehr schöne Pflanze und die haben wir auch genügend da auf jeden Fall. Ja, das ist wohl wahr. Kann man sich austoben. Du sag mal, wie ist das? Also du bist ja jetzt so als Pflanzenhändler, die Trends wechseln ja ständig. Ja. Es ist ja gefühlt super anstrengend. Wie kommst du damit hinterher? Wie kommst du damit klar, immer irgendwie den Trend zu folgen? Wie schaffst du das? Also wir orientieren uns auch ein bisschen daran, was die Kunden so möchten. Man bekommt das auch teilweise mit durch Social Media auf jeden das Fall. Stimmt, ja. Durch unsere engen Kontakte auch zu anderen Händlern weltweit, ne, sei es jetzt zu unseren Großhändlern, die wir halt auch teilweise jetzt Tejikalche, was jetzt immer mehr kommt, wo wir auch Kooperationen haben, merken wir halt hier, das ist eine neue Pflanze. Die Pflanze haben wir auch damals, also vor zweieinhalb Jahren in Tejikalche gegeben. Die werden jetzt alle kommen. Ne? Man hat sich natürlich so ein Konzept überlegt am Anfang hier. Wenn das wirklich mal nach unten geht, der Preis, ne? Wie gehst du da vor? Und da haben wir halt vor zweieinhalb Jahren gesagt, hier, wir bringen immer pro Spezies 10 Mutterpflanzen hin und die kommen jetzt langsam in Tejikalche. Und dadurch kann man halt auch mit den Preisen etwas spielen. Ja, also die Florida Beauty ist ja schon wunderschön. Ja. Wo denkst du, was die Leute hier tatsächlich, weil der Preis für die Alocasia Silver Dragon, nicht jeder kauft sich ja sofort genau, so eine. Ja. Wo werden die Leute rennen? Weil es auch so, wo du sagst, so, oh, das ist so ein Schnapper, den ich hier habe. Außer die Florida Beauty, ich habe schon gesehen, die kostet 70 Euro. Genau. Also diese hier, ist wirklich wunderschön. Wo denkst du, dass du nachher leer bist? Also wir haben jetzt hier unsere Frydeck Variegatas, auch mit einer richtig tollen Panaschierung. Wir können ja mal hier reingucken. Die bieten wir für 50 Euro an. Was? Und dieser Preis war halt sehr, sehr hoch mal. Und jetzt haben wir die halt zum schönen Preis auch wieder mit der Tüte wegen der Luftfeuchtigkeit. Also das ist wirklich, da werden die Leute rennen.
und bei uns ein Musa Variegatas für 35 Euro. Nein. Da werden die auf jeden Fall definitiv hier komplett abfahren. Ne? Also, mit einer richtig tollen Panaschierung auch eingetütet, aber das ist 35 Euro. Ja. Ne? Da haben wir auch genug da. Da beißen sich doch die Leute in den Arsch, die noch vor einem Jahr, weiß ich nicht, ja, 300 Euro und so dafür bezahlt haben. Ja, also bei manchen Preisen ärgert man sich natürlich dann im Nachhinein. Aber der Markt ändert sich. Ja. Manche Preise gehen halt höher, manche gehen niedriger oder manche bleiben gleich. Ne? Da muss man immer abwägen und auch in Kontakt mit anderen Leuten bleiben. Wie sieht das aus? Ne? Was machen natürlich auch die anderen Mitbewerber in dem Sinne? Mhm. Da muss man halt immer drauf achten. Ja. Nee, super cool, super cool. Ihr seid jetzt in den letzten Zügen wahrscheinlich so mit Aufbau. Dann lasse ich dich mal in Ruhe. Ja, ach, ihr seid fertig? Ja, wir sind fertig. Alles gut. Geht in einer halben Stunde los. Ja. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude heute. Vielen, vielen Dank. Na? Danke. Viel Spaß euch noch. Vielen Dank. Ja. Danke. Ciao. Das war doch gut, oder? Das war gut. Ja, war doch gut. Also den dann machen wir so. Du bist Kati von Wheel of Aeroids. Genau. Wie lange hast du eigentlich schon deinen Shop? Ich habe meinen Shop seit Juli 2020. Ah, haben wir einen Online-Shop eröffnet, ja, genau. Da, wo der ganze Hype, sag ich mal, irgendwie losging. Ja. Wir waren auch immer noch einer der ersten Shops. Ja, und jetzt mittlerweile hat sich das halt alles ein bisschen vergrößert und wir machen auch immer lokal bei uns in Essen vor Ort Verkauf. Viele Leute, ne, die Community hat sich vergrößert, viele Leute kommen bei uns auch aus der Umgebung und so. Ja, das ist ja auch für euch jetzt schon die dritte Botanika. Ihr seid ja auch seit Tag 1 dabei. Genau, ne? Seit der allerersten sind wir mit dem Stand hier und auch an der gleichen Stelle. Genau, das ist stimmt. Und ihr habt euch ja wirklich vergrößert. Also da habt ihr ja wirklich einiges mitgebracht. Was kannst du uns denn zeigen? Was ist so das Besondere? Was ist so dein Schmuckstück von heute? Es gibt viele, also wir haben viele Anturien dabei. Das ist natürlich gerade Trend. Trend, es ist aber auch einfach Geschmackssache. Also, wenn du mich persönlich fragst, finde ich diese besonders schön. Das ist eine Marmoratum gekreuzt mit Longissimilobo. Ja, das ist also halt so ein bisschen außergewöhnlicher, ne? Ja. Das, was man nicht so üblich sieht. Wie kommt ihr so damit klar mit diesen Hybriden? Weil das sieht man ja gerade überall. Irgendwie gibt es nur noch Hybriden. Es ist ja extrem schwierig, da irgendwie eine Linie zu finden. Was gefällt nicht. Und jeder Hybrid sieht anders aus. Habt ihr da auch aufgestockt? Oder sagt ihr, wir machen unser Basic, wir haben zwar ein, zwei Highlights? Oder? Ja, eher so. Ich muss zugeben, dass ich gar nicht so der super Anturien Fan. Ah, okay. Also es gibt ein paar schöne und wir haben auch ein paar dunkle hier dabei, die Dark Phoenix oder so. Aber ich bin eher so der Philodendron-Liebhaber. Anturien natürlich auch schön, aber ich bin nicht so krass in dem Anturien-Game drin. Okay. Deswegen, also du bist der Philo-Liebhaber. Was ist denn deine Lieblings-Philodendron? Eigentlich fast alle. Es gibt viele, ne? Ist mittlerweile Standard geworden, finde ich aber immer noch geil. Gloriosum, White Veins, einfach völlig mega legitim. Geile Pflanze, finde ich. Strawberry Shake finde ich auch immer noch geil. Ja, auch einer meiner Lieblinge. Ich mag auch immer so ein bisschen ungehypte, unübliche Sachen. Raphidophora, Phora Minifera, Variegata. Mhm. Interessieren sich jetzt nicht immer so die breite Masse für, aber ich finde persönlich mega geil. Also ja, es gibt wirklich Sachen und da bin ich froh, dass es noch nicht Trend ist. Weil das wirklich, also es gibt so viele schöne Pflanzen, definitiv. Also ja, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Jetzt geht's gleich los, in 10 Minuten. Genau, in 10 Minuten viel Erfolg. Geht's los. Wir sind gespannt, wie voll es diesmal wird. Sehr voll. Ich habe leider kein Schnäppi dabei, sonst würden wir jetzt... Hallo, guten Morgen, hallo. Ich muss einen Schnecken holen. Ja, du musst jetzt zu mir. Wo bist du? Wir haben dich schon gesucht. Am anderen Ende. Komm da, direkt angepöbelt. Zimtschnecken. Dafür musst du jetzt leider Interview sein. Oha, ich muss aber erst kauen. Ich bin komplett unterzuckert. Ja, viel Spaß mit dem Frosting. So, Chris. Hi, Pascal. Du bist ready for the Botanica. Auf jeden. Und ihr habt den Stand, wie immer, hier in der Ecke. Und ich habe gesehen bei Instagram eine kleine Unicorn Plant, so wie der Fachmann es sagt. Definition von Unicorn. Jeder hat ein anderes Unicorn. Also, ich glaube, das steht da und das nennt sich Gloriosum Variegata. Es ist ja, war das ein Glücksfund? Ja. Geil. Absolut. War ein absoluter Glücksfund, haben wir eigentlich auch nie mit gerechnet und da dachten wir, müssen wir haben, müssen wir hier hinstellen. Definitiv, definitiv. Also ich glaube, das wird heute sehr oft fotografiert. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, es wird auch gekauft. Wie teuer soll die sein? 100 Euro. Ach echt? Ja. Ah, okay. Okay. Gut. Ja. Okay. Warum? Weil es kann. Ja, nee, gut, weil es halt Glücksfund war. Nein, weil nicht nur das.
Ja. Ganz einfach, ich kann es offen sagen. Es ist aktuell in diesem einen Blatt die Panaschierung drin. So, und wir wissen nicht, ob es eine stabile Panaschierung bleibt. Und deswegen, um halt den Leuten gar nicht erst den Anschein zu ergeben, dass ich da jetzt 5.000 Euro drauf schreibe und sage, das ist super stabil, sage ich halt, nee, lieber günstig. Das passt und man freut sich an dem einen man Blatt. Kann an dem mindestens eine Blatt und vielleicht wieder das nächste auch. Das stimmt. Deswegen, wir haben noch einen zweiten und den werden wir nämlich testen und gucken, wie stabil es bleibt. Sehr gut. Also das heißt, das Beste habt ihr doch eher zurückgehalten. Ist okay, ist okay. Fakt. Alles ja. gut. Ich sehe jetzt eine Pflanze, die sehe ich heute zum ersten Mal und das ist die Monstera Bolemax Flame. Korrekt. Ist ja super hype gerade, ne? Mhm. Das ist also und vor allen Dingen so arschteuer, man kann es ja gar nicht anders sagen. Auch wieder eine Definitionssache, ne? Ja, ja. Definiere teuer. Also für mich ist 100 Euro schon teuer. Okay, dann ist sie teuer. Ja, definitiv, ich weiß. Wie teuer soll die sein? 900. Ja, gut, dann kann genau, ich... Genau, wir kalkulieren mit Zimtschnecken. Ich kann dir das ein Blech anbieten. Ja, das ist ja schon halb aufgegessen. Ich lass dich in Ruhe, es geht gleich los, ist deine Zimtschnecke. Machen wir. So, freut euch. Wir werden das irgendwie rocken und ja, ja. Ihr auch, alle, die mitmachen werdet. Bis später. Bis später. Im Video ist es nicht später. Ich weiß. Hallo. Wow. Alles gut bei euch? Ja, geht gut. Hast du, gleich geht's ja los, hast du noch Lust auf ein kurzes Interview? Oh. Nein? Weiß ich nicht. Was, ja, okay. Er filmt eh schon. Also jetzt ist es eh schon zu spät. Jenny, long time no see. Ja. Ich habe gedacht, wir sehen uns beim Tag der offenen Tür bei euch, aber es wurde leider nichts. Und jetzt sehen wir uns hier. Ja. Und ich freue mich richtig. Voll cool. Ja, also ihr habt ordentlich wieder Pflanzen mitgebracht. Ich finde das sicher. Ja ganz, ganz toll und dass ihr so viele unterschiedliche Anthurien habt. Bei den Ständen, ja, da siehst du eine Varroquanum, eine Weichi und so. Ich will nicht sagen, dass es langweilig ist, aber bei euch, und deswegen mag ich euch ja, kriegt man ja so crazy shit. Ja, genau. Den crazy shit kriegt er. Aber kannst du uns einen crazy shit zeigen? Also ich stehe ja auf unsere Hybriden. Ja, gerade voll im Trend. Der neueste Crazy Shit ist die Gloriosum mit der Lynamii. Nein, ja. Deswegen die lustige Blattform. Und die Farbe hier auch. Geil, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Nee. Das ist komplett neu. Die ist auch bei uns komplett neu. Oh krass. Nur für heute. Oder hier auch ein Gloriosum Hybrid. Mit? Asplundii. Asplundii, aha. Hm. Und ich weiß ja, ihr habt ja so eine ganz besondere Anthurium, wenn wir jetzt mal von den Gloriosen weggehen, die Papi. Habt ihr die dabei? Wir haben die Papi X1 dabei. X1. Ich habe die noch nie in Real Life gesehen, nur auf Instagram. Und ja, sieht aus wie ein Anthurium, auf jeden Fall. Ja. Schön, schön. Sind noch klein, sind bekannt dafür, dass sie später sehr, sehr dunkel werden. Ne? Deswegen sehr begehrt. Ja, allgemein Dunkelpflanze. Also hier, ich glaube, das ist schon die richtige. So eine habe ich, glaube ich, zu Hause. Nein, die habe ich nicht. Die Luxurians? Nee, ich habe die Regal und Luxurians. Ah, okay. Die wirklich ganz toll und so bläulich schimmert. Richtig. Ganz, ganz toll. Wollen wir mal zu den Orchideen gehen? Weil ich glaube, das hebt euch von den anderen so ein bisschen ab. Okay. Weil jeder hat so ein bisschen Gloriosum und so. Ja. Aber die Orchideen, das ist ja auch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Richtig. Abseits dieser IKEA Phalaenopsis und so. Ihr steht auch schon genau richtig bei unseren Kathleinen. Oh. Ne? Da haben wir hier eine Riesenauswahl. Das sind alles Kathleinen? Genau. Ja, okay, aber ohne Blüte noch. Genau, die kommen aber, ne? Die kommen. Ja. Sind die so, wie pflegt man die, genauso wie alle? Relativ easy zu halten, du kannst die im Raum halten, brauchen nicht super viel Luftfeuchtigkeit. Jetzt sehe ich gerade, ist das das, was ich denke? Ist das diese Affenorchidee? Dracula 7? Das ist tatsächlich eine Dracula, aber die du suchst... Die für meine Oma? Genau. Du kannst es ruhig sagen. Die haben wir hier vorne. Die hat einen Ehrenplatz bekommen. Ne? Oh. Das zum Beispiel ist eine. Das hier ist eine. Aber du hast jetzt keine mit einer offenen Blüte? Leider nein. Ah, schade. Kann ich dir jetzt leider nicht zeigen. Ist nicht schlimm. Weil das ist halt auch immer für den... fürs Transportieren schwierig. Das ne? ist klar, das ist ja. klar. Aber Orchideen, also da seid ihr ja auch die Top-Adresse eigentlich. Ja, schon. Ja? Und die Cattleya, ich finde die ganz, ganz toll. Hm. Also mit diesen riesigen Blättern. Richtig. Weil es auch was ausgefallen ist, weil man kennt ja die Orchideen, natürlich die Phalaenopsis. Dann hast du genau. mal welche mit so Spinnenbeinchen, die man richtig. Ja auch schon öfter mal gesehen hat. Aber hier auch noch, ne? Das sind auch noch Dracula.
Aha. Die gehen noch auf. Das genau, aber das ist jetzt nicht die Sorte, die Pascal eigentlich haben wollte. Da gibt es ganz viele verschiedene. Ne? Die heißen alle Dracula. Genau. Mystic. So, stellen wir mal dazu. Oh, super. Ja, vielen, vielen Dank. Ihr habt euch ja auch ein bisschen vergrößert zu letzten Mal. Auf jeden Fall. Ein bisschen angenehmer, sodass man ein bisschen rumgehen kann, ein bisschen schnökern. Ich muss das war der Plan dahinter. Ja, definitiv. Ach so, eine Frage muss ich noch fragen. Mhm. Habt ihr eine Spiritus Sancti dabei? Haben wir. Na sicher. Zum Beispiel. Oh, wie niedlich. Genau. Das war ja lange Zeit der Holy Grail der Pflanzenwelt. Wir haben auch noch mehr, wie du siehst, ne? Alle da hinten. Jawohl. Versteckt. Schön versteckt. Oh, was ist das denn für eine tolle? Die Crystallinum und die Luxurians? Das ist sie, glaube ich. Ja, wow. Das ist sie. Echt wunderschön. Nee, mega cool. Ich finde das ganz, ganz toll, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, wir haben nachher noch ein bisschen Zeit zum Schnacken. Ganz bestimmt. Das denke ich auch. Ansonsten hoffe ich und wünsche euch ganz viel Spaß heute. Das wünsche ich euch auch. Ja, danke. Tschüssi. Dann ist der Drops, dann ist da der Rü. Dann gibt es einen Gewinner. 13 Uhr ist vorbei. Cool. Eine Schicht im Schacht. Und ich kann euch sagen, ihr habt verloren. Ja, pass auf. Wir machen das ganz am Ende dieses Podcasts. Mm. Lösen wir das auf. Nice. Cliffhanger. Ja? Yes. Also bleibt dran. Am Ende des Podcasts kommt Pascal nochmal und löst sein Rätsel. Mhm. Und es ist, man glaubt es kaum. Schade, dass das kein Video ist, sondern was zum Hören. Weil da müsste man das zeigen, weil es ist nicht viel. Das denkt man. Aber ich habe noch nie so viel in meinem Leben gezählt. Ja, okay, ich bin gespannt. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe das Monster Rabler und das Anthurium Garacuano. Das habe ich gesagt. Und demnächst kommt noch ein dritter Spoiler? Nein. Na, okay, Spoiler. Nervennahrung, Kinners. Nervennahrung. Oh, ihr seid hell. Aber wir müssen euch bestechen. Wir hätten gerne einen Glitzerbeutel für unsere Arielle. Haben wir überhaupt einen Glitzerbeutel? Klein, ja. Also, wenn das nicht passt, ne? Tauschen den Beutel gegen zwei. Glitzer genug für dich? Zwei Zimtschnecken. So, jetzt Freund hat. Hey, du hast dein Beutel. Mission erfüllt. Ich glaube, wir kommen ja nicht. Ich bin da, wir haben es geschafft. Wir haben nur ein paar Stunden gebraucht. Ach du Scheiße. Wir haben ein kleines Problem. Die Jungs haben die Adansoni im Mint verkauft, aus Versehen. Aber dafür gibt es eine Obliqua. Ist das okay? Eine Obliqua? Oder Option für den Gewinner, sie wird zugeschickt. Das kann sich die Gewinnerin aussuchen. So, magst du mir einmal den Umschlag reichen? Den. So. Ja. Also, es haben sehr viele sehr daneben getippt. Also so richtig daneben. Ja, du hast nicht gewonnen. Es waren insgesamt 1237. Und Andrea hat 1235 getippt. Yay! Komm nach vorne. Möchtest du die Obliqua haben von Toni? Oder würdest du gerne die Mint zugeschickt bekommen? Mein Kunde ist mein Pflanzenberater. Sehr gut. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Also du nimmst jetzt die Monstera Adansoni Mint. Ja, die würde ich. Für deine Tochter. Für meine Tochter. Sehr schön. Natürlich. Wir verpieseln uns jetzt hier. Das ist mir ein bisschen zu voll. Wie viel waren es? 1237. Wow, so viele doch. Es waren so viele. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Das sind bestimmt ganz winzige in der Mitte. Groß, klein, alles, was ihr seht. Aber ich habe mit 475 gewonnen, oder? Wie bitte? 475. Also manche waren sehr, sehr daneben. Ja. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja, auf das jeden ist, Fall. Gerne. Also, ne? macht ja Spaß, wenn man nochmal so zusätzlich, ne? Ja, wirklich. Ja. Schön. Nee, sehr schön. Und hast du schon mal Schönes gefunden, oder? Ich kam nicht dazu. Ja, kann ich mir vorstellen. Hier ist ne, immer so viel los und klar. Es ist wirklich. Ja.
So, endlich zu Hause. Das war ein wilder Tag. Also wirklich unglaublich. So viele Pflanzenfreunde auf einen Haufen. Ich war so froh. Es war zwar ein bisschen anstrengend, aber es war ein glückliches Anstrengend. So viele alte, bekannte Gesichter wiederzusehen, neue Gesichter kennenzulernen. Es war ein grandioser Tag. Man muss natürlich auch dazu sagen, und das gehört einfach dazu, es war knacke voll. Es war wirklich extrem voll. Ich bin froh gewesen, dass ich meinen kleinen Stand hatte, wo ich diese 2 Quadratmeter hinter meinem Tisch hatte, wo ich mich immer verpieseln konnte, weil durch die Menschenmassen, es war zeitweise so unangenehm und so voll. Ich war tatsächlich nur einmal in der Halle unterwegs, wo ich einmal Chris die Nervennahrung gebracht habe und die Orchidee für meine Oma, die ich jetzt doch behalte, abgeholt habe von Aquagenera. Und schon alleine diese, weiß ich nicht, 10 Minuten, was das waren, das war absolut crazy. Und ich kann mir vorstellen, dass viele andere Leute sich so auch gefühlt haben. Wäre ich da als normaler Besucher um 9.30 Uhr gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich auch um 12, um 1 wieder abgedampft, weil es war einfach too much. Das muss auf jeden Fall besser werden. Wenn die nächste Botanica nochmal so wird, dann weiß ich nicht, wie das enden soll. Es war wirklich viel zu viel. Vielleicht kann man das lösen mit irgendwie Online-Tickets oder einer begrenzten Menschenmenge. Das sind nur die Gedanken, die ich habe, weil, boah, es war wirklich zeitweise sehr, sehr krass. Und nichtsdestotrotz war es ein wunderschöner Tag. Ich hätte euch gerne noch mehr gezeigt, aber die geräuschte Kulisse im Hintergrund war so laut, dass viel Videomaterial ich euch gar nicht zeigen kann, weil es nicht benutzbar ist. Ich hatte zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Interview mit Green Soils gefühlt, den wohl nachhaltigsten oder beziehungsweise regionalsten Substrat, was es eigentlich so gibt. Ich hätte auch gerne ganz, ganz viele kleine Stände euch gezeigt, oder was heißt klein, also private Anbieter, nicht nur Harmony Plants oder Variegata, die sich wirklich so viel Mühe gegeben haben. Es ist wirklich unglaublich, was dort alles angeboten wurde. Es war einfach nur crazy. Aber im Großen und Ganzen hatte ich einen wundervollen Tag und ich hoffe, ihr auch. Und ihr verzeiht mir ein bisschen, dass ich euch nicht ganz so viel zeigen kann, aber ich bin definitiv, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich bei der nächsten Botanica wieder auch mit dabei, weil das ist ein Pflanzenevent, was man sich einfach nicht entgehen lassen möchte. Ich ärgere mich sogar selbst, dass ich nicht die Friday Variegata für 50 Euro bei Harmony gekauft habe, weil die waren wirklich wunderschön. Es ist einfach nur genial. Also wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich freue mich, dass ihr bis zu Ende geschaut habt. Und natürlich auch erstmal vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben an diesem Video, dass sie sich so zeigen konnten, wollten im Video. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen also ganz, ganz große Klasse. Ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Video und auf jeden Fall bis zur nächsten Botanica. Höchstwahrscheinlich.